Hallihallo! Hallo zusammen! Wir sind wieder zu Hause und sind gerade dabei, das ganze Chaos zu beseitigen. Aber vorher dachten wir, machen wir ein kleines Fazitvideo zu unserer tollen Reise, die wir jetzt hinter uns haben. Okay, fangen wir mal an mit dem Punkt Statistik. Wir werfen ein bisschen mit Zahlen um uns und zeigen mal, was wir so mitgenommen haben auf unserer Reise. Und dazu zählt zum Beispiel die gefahrene Strecke. Wir haben es insgesamt auf 7812 Kilometer gebracht. Das ist ganz schön viel. Ja. Wir blenden euch auch bestimmt hier oder hier oder hier mal ein, welche Route wir genommen haben. Denn das kann man sich bestimmt gar nicht so gut vorstellen, wenn man einfach nur die Videos gesehen hat. Ja. Auf diesen 7812 Kilometer haben wir für insgesamt 525 Euro das Auto geladen. Und das entspricht 6,70 Euro je 100 Kilometer. Ja, das ist ein ganz guter Schnitt. Das wäre vielleicht sogar noch besser gegangen. Im Norden haben wir uns ehrlich gesagt nicht so sehr viel Mühe gegeben, besonders günstige Ladetarife zu finden, sondern einfach unseren üblichen Tarif genommen. Das war dann zum Teil ziemlich teuer, aber insgesamt ist das voll okay, denke ich. Ansonsten haben wir auf diesen 7812 Kilometern auch ungefähr 10,4 Millionen Mücken mit dem Auto getötet. Das können wir euch auch mal einblenden. Ich war gestern schon Auto waschen und das wieder sauber zu kriegen, war ein Riesenspaß. Ansonsten haben wir allein mit meinem Handy 34 GB mobile Daten verbraucht. Und das, obwohl wir relativ oft WLAN hatten. Da ging also einiges durch. Ist aber auch kein Wunder, denn wir haben über 160 GB Videos aufgenommen und die dann zurechtgeschnitten. Ja, zum Thema Mücken können wir was sagen. Man hat es ja ein bisschen in den Videos gesehen, wie krass das teilweise war. Und ja, es ist wirklich so schlimm. Wir haben festgestellt, dass es im Norden sogar noch schlimmer ist als im Süden. Im ersten Nationalpark, da war es gar nicht so schlimm. Und je weiter wir in den Norden gekommen sind, desto krasser wurde es einfach mit den Mücken. Da hat auch teilweise das Spray gar nicht mehr geholfen. Wir haben uns immer von oben bis unten komplett eingedeckt mit dem Spray. Aber auch, ja, es hat ein bisschen geholfen, aber nicht immer. Und auch wenn die einen nicht stechen, man hört die natürlich permanent und das macht einen wahnsinnig. Zum Thema Zecken können wir auch ganz kurz was sagen. Sebastian hatte 3 abbekommen, die waren aber auch relativ einfach wieder wegzumachen. Und ich hatte 0. 3 ist ein guter Schnitt. Bei unserem letzten Trip hatte ich, glaube ich, schon mal an einem Tag 4 und insgesamt über 10 oder so. Mal gucken. Was hat uns denn am besten gefallen? Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Mitternachtssonne in Finnland. Das war richtig, richtig cool. Sonnenuntergänge sind immer ganz schön und da ist das dann halt einfach so ein Dauerzustand. Man hat die ganze Zeit dieses goldene Licht überall und alles sieht plötzlich ganz anders aus als am Tag. Nordkap war auch ein sehr cooles Erlebnis, wenn auch kurz, weil es ein bisschen ungemütlich war. Und insgesamt das Draußensein, im Wald sein, dort Dummheiten machen, wie das Video drehen von der Jagd, das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für mich war auf dem Trip auch das Schönste einmal die Mitternachtssonne, genau das, was Sebastian gesagt hat. Es war einfach richtig faszinierend zu sehen, dass es um Mitternacht halt immer noch strahlend hell ist, die Sonne steht über dem Horizont, das Licht, es war einfach unfassbar schön. Also das war eigentlich mit mein Highlight. Dann noch der Weg zum Nordkap, die Natur in Norwegen, aber auch vorher in Finnland und Nordschweden, ist wunderschön. Also das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Dann die zahlreichen Rentiere, die wir gesehen haben. Das war auch ganz faszinierend. Also alles, was man hier normalerweise nicht kennt, das hat mich einfach sehr, sehr fasziniert und mir auch am besten gefallen. Vielleicht kurz noch zu den Rentieren. Wir haben ja echt viele Szenen in den Videos gehabt, wo wir Rentiere gezeigt haben. Und das war halt nicht mal ein Bruchteil von denen, die wir gesehen haben. Die waren da so allgegenwärtig, dass wir dann natürlich auch irgendwann nicht mehr gefilmt haben, weil es dann irgendwann normal war. Aber wir haben, ohne zu übertreiben, Tausende gesehen. Tausende. Mir persönlich hat es auch noch gut gefallen, dass wir das Auto immer dabei hatten. Für mich war das immer so eine Art Rückzugsort. Ich glaube, ich bin nicht perfekt dafür gemacht, ununterbrochen im Wald und nur mit dem Zelt unterwegs zu sein. Für mich war es immer sehr, ja, ein schöner Gedanke, dass das Auto nicht weit weg ist und ich im Notfall, wenn es mit den Mücken oder der Kälte oder wie auch immer doch zu viel wird, ins Auto zu können. Also mir persönlich hat das schon geholfen, es noch besser zu finden in der Natur. Vielleicht in Bezug aufs Auto auch nochmal. Wir haben da eine 230 Volt Steckdose drin. Die haben wir derartig intensiv genutzt. Dadurch, dass wir ja den ganzen Tag Videos gemacht und geschnitten haben,
Das hat natürlich Unmengen an Akku verbraucht und wir hatten irgendwie mehrere Powerbanks dabei, das Handy und die Drohne war noch dabei. Haben das alles regelmäßig im Auto nachgeladen. Das sah ganz witzig aus. Da war so ein Fünffachverteiler drin und teilweise hat das dann irgendwie auch 4, 5 Geräte gleichzeitig wieder aufgeladen. Also ohne wäre es eigentlich nicht gegangen. Was hat uns nicht so gut gefallen? Mir hat ein bisschen das Reiseblock-Schreiben gefehlt. Das macht mir sehr viel Spaß, natürlich Texte zu formulieren. Hat mir in der Vergangenheit irgendwie immer Freude bereitet. Wenn Eva noch geschlafen hat zum Beispiel, habe ich morgens die Zeit genutzt, um einen Blog zu schreiben und ein paar Bildchen zu hinterlegen. Ich kann mich immer sehr gut an die Dinge erinnern, die ich aufgeschrieben habe. Und das hat mir diesmal ein bisschen gefehlt. Ja, was war nicht so cool? Natürlich die Mücken. Die haben wirklich unglaublich genervt. Also auch, dass dann irgendwann die Mückenspirale und auch das Spray nicht geholfen hat. Das war einfach nervig. Dann manchmal auch die Suche nach einem Zeltplatz. Und da waren wir auch einmal an der Straße einfach. War nicht immer optimal, das war dann ein bisschen anstrengend. Was würden wir beim nächsten Mal anders machen? Beim nächsten Mal würden wir wahrscheinlich nicht so viel Strecke zurücklegen wie diesmal. War natürlich überhaupt nicht geplant, dass wir so weit in den Norden fahren. Wir wollten maximal bis zum Skuleskogen-Nationalpark, so im mittleren Schweden, und dann wieder Richtung Süden und dann mal schauen. Das war ungeplant, dass wir zum Nordkap gefahren sind. Dadurch haben wir natürlich so viel Strecke zurückgelegt. Würden wir beim nächsten Mal vermutlich nicht so machen, es sei denn, wir haben wieder so eine spontane Idee. Wir haben einfach einige Tage im Auto verbracht. Was auch nicht total schlecht ist. Also das war durchaus komfortabel. Wir haben viel von der Landschaft gesehen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, den ganzen Tag im Auto zu sitzen. Aber das Fahren in Schweden ist ja vergleichsweise entspannt. Ja. Was wir beim nächsten Mal vielleicht auch noch anders machen würden, wäre das Thema Luftmatratzen. Die Luftmatratzen, die wir dabei haben, sind eigentlich ganz gut, aber die haben den Fokus darauf, besonders leicht und kompakt zu sein. Was super ist, wenn man nur mit dem Rucksack unterwegs ist, aber was eigentlich nicht nötig ist, wenn man ein Auto hat. Und da könnte man das nächste Mal auf jeden Fall mehr Wert auf Schlafkomfort legen. Das macht extrem viel aus. Man ist ausgeruhter und das wäre eine Investition fürs nächste Mal, sich wirklich gute, bequeme Luftmatratzen anzuschaffen. Ich persönlich würde auch total gerne mal ausprobieren, mit einem Van unterwegs zu sein. Also gar nicht nur mit dem normalen Auto und dann mit dem Zelt, sondern ja, dass du halt dein Bett direkt in deinem Auto hast. Das würde ich einfach gerne mal ausprobieren, wie das so ist. Ich glaube, mir würde es gefallen. Das würde ich gerne das nächste Mal anders machen. Ja, wieso nicht? Ja, ansonsten, wir haben ja jeden Tag ein Video hochgeladen, also fast jeden Tag, bis auf 2 Mal, glaube ich. Das würden wir das nächste Mal vielleicht auch nicht wieder machen, denn es war schon ein bisschen anstrengend. Auch wenn es wirklich Spaß gemacht hat, es ist oft in Stress ausgeartet. Also du willst natürlich am gleichen Tag was Tolles erleben für dich selbst, du willst es auch filmen, aber musst an dem Tag ja auch das Video vom Vortag schneiden und es dann auch rechtzeitig hochladen. Und ja, das hat manchmal zu Zeitdruck geführt. Wir hatten auch nicht immer WLAN oder generell relativ schlechtes Internet manchmal und dann hat das lange gedauert, bis es auf YouTube war. Das war so ein Teufelskreis manchmal. Und vielleicht das nächste Mal alle paar Tage oder einmal wöchentlich oder nach irgendwelchen Themen sortiert. Oder sich einfach nicht selbst diesen Zeitdruck auferlegen, weil natürlich sind wir nicht verpflichtet, jeden Tag ein Video hochzuladen. Doch, die Community verlangt das. Die Community verlangt das. Ja, aber wir haben es uns einfach vorgenommen, jeden Tag ein Video zu machen und haben das halt so gut es geht versucht. Mit allen technischen Hürden unterwegs. YouTube hat uns manchmal auch noch ein bisschen das Leben schwer gemacht. In unserem Zwischenfazit hatten wir gesagt, dass wir so bis 3 Stunden täglich Video schneiden. Das ist danach noch mehr geworden. Es waren dann eher 7 Stunden. Also wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, die Videos zu schneiden, das Material dann auch zu sortieren. Aber dann bei Videos wie beim Nordkap oder der Mitternachtssonne oder das mit der Jagd und so weiter, es hat sehr, sehr lange gedauert. Um das mal einzuordnen, also zum Beispiel von dem Skuleskogen-Nationalpark hatten wir, glaube ich, 145 Videos aufgenommen. Genau, und der erste Schritt ist dann immer erstmal, das alles zu sichten, schon mal grob auszusortieren, was ist völliger Quatsch, was ist doppelt. Dann immer bewerten, welche doppelt aufgenommenen Szenen sind jetzt die coolsten und welche können weg. Naja, und dann wird da so nach und nach so ein 3-Minuten-Filmchen draus.
Aber das dauert ein bisschen. Das war wieder das Gute. Durch die langen Fahrten konnte einer halt immer Auto fahren und der andere konnte dann schneiden. Und so ging das schon ganz gut. Aber wir haben dann auch gemerkt, ja krass, ist von früh bis abends zum Upload geht die Zeit auch wirklich da in das Video. Im Zwischenfazit hatten wir außerdem gesagt, dass wir alles am Handy schneiden. Das war bis dahin auch so. Kurz danach haben wir uns allerdings ein Tablet gekauft. Es ist dann doch ein bisschen fummelig. Und mit dem Tablet ging es dann schon deutlich besser. Ich meine auch, man merkt es, wir gucken die Videos natürlich selber auch ab und zu nochmal. Und ich glaube, man merkt, dass die Qualität ein bisschen gestiegen ist gegen Ende. Weil wir halt natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung mit der Software gesammelt haben. Und auch einfach ein bisschen bessere Möglichkeiten mit dem größeren Bildschirm hatten. Ganz allgemein hatten wir natürlich eine super schöne Zeit in Schweden und haben das sehr genossen. Wir hatten vom ersten Tag an das Gefühl, im Urlaub zu sein, weil es halt so sehr anders ist als unser Alltag. Und es kam uns unendlich lang vor. Also auf eine gute Art kam es uns sehr lang vor. Wir hatten das Gefühl, schon nach wenigen Tagen schon ewig weg zu sein. Aber wir haben uns zum Schluss auch auf zu Hause gefreut. Ja, also die letzten Stunden der Fahrt war man dann richtig aufgeregt, dass man bald wieder zu Hause ist und in seiner gewohnten Umgebung. Okay, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ja, vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Wir haben uns immer sehr über die Kommentare gefreut, über die Rückmeldungen von euch. Und ja, es war schön.